Er war hundertprozentig tot. Und jetzt, wo er wieder am Boden liegt. Ja. Alles klar. In Ordnung. Sowas ist mir auch noch nicht passiert. Kann man machen, muss man aber nicht. Respond to AMVA Adress ist Lars Lagunas BLVD. Ihr habt's gehört und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 5 Rescue Mod 5. Heute, wie man sehen kann, mit dem Sanitäter bzw. dem deutschen Roten Kreuz unterwegs. Und ja, wir haben etwas Verkehrschaos und da müssen wir uns durchkämpfen, aber ich bevorzuge ja immer die Gehwege. So. Die fahren hier wieder wie die letzte Sau. Gut, es geht los im Feierabenddienst heute. Die wichtigste Zeit des Tages. Wir haben den Einsatz auf der Las Lagunas Straße bzw. am Boulevard. Und zwar ist Feuerwehr sowie Polizei schon vor Ort. Die haben auch schon ein bisschen abgesperrt. So, wir kommen mal dazu. Sanitäter ist da, alles gut. Der Herr, ich darf doch bitten. Ich übernehme. So, gut. Wir haben ja im letzten Video nämlich die Feuerwehr uns angeschaut, beziehungsweise die Feuerwehr an sich. Und heute werden wir uns dem guten Sanitätsdienst widmen, beziehungsweise hier als Sanitäter entsprechend unterwegs sein. Ja, wir haben hier eine Person, 78er Puls, also auf jeden Fall noch am Leben. Und wir haben einen schicken Audi-Fahrer, der uns da etwas beschimpft. Ja, Polizei und so, wurde gesagt, ist vor Ort, ist anscheinend nicht der Fall. Und der Typ im Auto rastet aus, macht aber nichts. So, wir schauen mal. Wir machen hier gerade eben noch eine Herzrhythmusmassage. Mal schauen, wie das ausgehen wird. Ah, Patient kommt zum Leben. Der Feuerwehrmann da steht äußerst komfortabel. Wie konnte denn das passieren? Hier mitten auf der Straße, wahrscheinlich aus dem Auto gefallen und dann hier bewusstlos geworden. So, den Typen da, ne, den Audi-Fahrer, dem hau ich gleich eins drauf. Wart ab. So, ich hoffe, es geht ihm gut. So, der sieht auf weitergehen. So, was ist mit dir los, hä? Ja, steckt der Mittelfinger wieder ein, mein Gott. Eieiei, jetzt fängt der schon wieder an. Ich glaube es ja nicht. Rescue 27. So. Wir brauchen mal hier einen Sanitäter für den Herrn. Adresse ist Clinton. Ja, nach dem ersten Einsatz geht's doch schon weiter. Wir haben den nächsten und zwar einmal der Del Perro Freeway, also auf der Autobahn. Anscheinend eine Person und zwar ist wieder mal Feuerwehr und Polizei vor Ort angeblich. Da schauen wir mal direkt und machen uns auf den Weg. Sind natürlich mit dem Mercedes Sprinter direkt unterwegs. Sehr, sehr schickes Fahrzeug und jetzt schauen wir mal, was uns da so erwarten wird. Natürlich sind die Einsätze als Sanitäter jetzt nicht so abwechslungsreich wie als Feuerwehrmann oder geschweige denn als Polizist, weil man natürlich, ich sag jetzt mal, nicht mehr machen kann, als Leute zu verarzten oder wiederzubeleben. Und das ist eben der Punkt. So, hier regelt die Polizei wenigstens den Verkehr und die Feuerwehr ist anwesend. So, dann übernehmen wir jetzt hier mal. Guten Tag. Wir übernehmen, gell? Ah, schau, der Kollege kann wieder nicht aufhören. Dann heißt es eben Teamwork. Ja, gut. Natürlich ist die Mod noch nicht so ausgereift, wie man sieht. Es ist alles so ein bisschen im Anfangsstadium, aber schließt, wie gesagt, so ein bisschen die Lücke. Nicht, dass du jetzt auch noch einen Anfall kriegst hier. Und die Polizei muss das mit dem Verkehrsregeln noch ein bisschen üben. Man hätte ja auch komplett die Spur sperren können. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Aber gut, ich meine, man kann nicht alles haben. So, der Patient hat einen 60er Puls, beziehungsweise die Patientin. Und dann legen wir auch direkt los mit der Herz-Lungen-Massage, mehr oder weniger. Jetzt gibt es Neuigkeiten auch für euch, Leute. Und zwar zukünftig natürlich auch wieder Projekte wie Arma 3 am Laufen. Nicht direkt Polizei oder sowas in der Richtung, aber es geht weiter. Stichwort erste Sondereinsatzkompanie. Die schon etwas länger dabei sind, wissen auch, worum es genau geht. Wird auch kommen. Natürlich wieder LSPDFA. Da werdet ihr schon am, ich glaube, Freitag was Neues hören. Also seid da auf jeden Fall gespannt.
Freitag geht es wieder weiter und ja, ich schätze mal, das müsste soweit klar sein. Und worauf sie natürlich auch viele gefreut haben, wo ich auch dauernd Anfragen kriege, wann endlich mal der nächste Livestream hier auf YouTube natürlich ist. Ja, der nächste Livestream, Leute, der kommt bald. Der ist auch schon im Rollen. Ihr werdet da dieses Wochenende mehr dazu in der Steam-Gruppe oder auch auf der Facebook-Seite erfahren. Also da einfach up to date bleiben und dann wisst ihr auch schon, wann der nächste Livestream stattfinden wird. So, wir haben Lebenszeichen von der Dame. Und schauen wir mal. So, geht's Ihnen denn auch soweit gut? Müssen wir jetzt auch schauen, dass wir dann womöglich sie vielleicht sogar mitnehmen zum Krankenhaus, wenn sie ein bisschen verwirrtes Gesicht zieht, aber sonst kann sie eigentlich auch schon weiter. Ding ist halt nur, wie soll sie hier bitte schön wieder auf die normale Straße kommen? Die steht hier mitten auf der Autobahn. Also, gut, ich würde sagen, wir nehmen sie mal mit zum Krankenhaus. Patient ist ID for Transport. Ist ja da hinten genug Platz soweit. Schau, die macht sich sogar selber die Tür auf. Oder auch nicht. Wir müssen wir da erstmal hier jetzt hat das Fahrzeug aufschließen. 27 so, gut. Patient, ist Patient im Fahrzeug. Transport. Dann können wir auch schon losfahren zum nächstgelegenen Krankenhaus. Und wir auch schon hier uns die Leitstelle mit dieser sehr schönen Google-Übersetzerstimme gesagt hat, geht's zum nächstgelegenen Krankenhaus. Es gibt natürlich immer wieder sowas, aber wo mir so ein bisschen noch vielleicht Zusammenhang fehlt, wieso liegt eine Dame mitten auf der Straße? Ich meine, klar, da ist ein Autounfall, sowieso, aber gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen wenig dann. Man hat selber als Sanitäter natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, ja, ich sag jetzt mal, was anderes zu machen, außer Leute wieder zu beleben. Ich meine, man hat natürlich hier ein richtig schönes Polizeifahrzeug. Sanitätsfahrzeug in dem Fall, ja, ein richtig schönen RTW. Man hat vielleicht dann auch noch eine Uniform, wenn man will, oder wenn man eine hat, sagen wir mal so. Und das war's auch schon. Man hat halt bei der Polizei natürlich, wie gesagt, viel, viel mehr Möglichkeiten, mehr Action, mehr ja, Sachen, die man machen kann. Das ist natürlich alles beim Sanitäter ein bisschen anders, nicht ganz so ausgereift. Und trotzdem, ja, man muss das so sehen, ist in der Beta und ich finde es persönlich eigentlich auch nicht schlecht. Hier sogar mit Ziellinie. So. Aber den Weg findet sie, geht eigentlich in die andere Richtung, ist in Ordnung, macht nichts. Gut, das hat es natürlich gebracht. Wenigstens rennt sie nicht so auf der Autobahn rum, ja, haben wir zumindest einen Vorteil. So. Rescue 27 respond to AMVA Adress ist Los Santos Freeway. So, ihr habt's gehört, Leute. Wir haben keine Ahnung, was für ein Einsatz auf dem Los Santos Freeway, also auf der Autobahn. Und zwar ist Polizei und Feuerwehr vor Ort. Also die Polizei sichert sich wahrscheinlich ab. Wenn sie denn diesmal da ist, wäre nicht schlecht. Und die Feuerwehr, die wird höchstwahrscheinlich schon mit der Herz-Lungen-Massage begonnen haben. Wir müssen mal schauen. Ich weiß nicht, worum es sich genau handelt, aber das werden wir dann sehen. Und von dem her müssen wir uns jetzt nur noch hier durch den Verkehr zwingen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, als Alternativfahrzeug zum schicken Mercedes Sprinter hier einen X5 zu nehmen, einen BMW, also einen Ranger im GTA-Sinne, wenn man ihn nicht gemoddet hat. Ich werde vielleicht in Zukunft, wenn mehr Rescue Mod 5 folgen sollen oder werden, euch da natürlich Bescheid geben, beziehungsweise das Fahrzeug auch mal benutzen. Je nachdem, auch wenn mal was Neues ins Spiel mit eingebracht wird, denke ich mal, wird das sehr nützlich sein, weil man natürlich mit dem Feuerwehrfahrzeug hier zwar ganz gut unterwegs ist, aber ja, ich sage jetzt mal so, das war's auch schon. Viel mehr ist es nicht. Man hat ein relativ klobiges Fahrzeug und jetzt schauen wir mal, was hier los ist. So, wie scheint ist der Patient schon wieder am Leben. Hä? Ja, die Patientin ist wie scheint wohl auf den Beinen, sonst nichts gewesen. Also werden wir die mal entsprechend weitergehen lassen. Gut, wir sind hiermit dann fertig. Wenn die Feuerwehrmänner schon so gute Arbeit geleistet haben, dann braucht man uns natürlich auch nicht mehr. Das ist auch nicht schlecht. Ja, weniger Arbeit für uns und was mir natürlich gar nicht gefällt, ist, dass wir bald wieder Arbeit bekommen, weil die hier schön auf der Autobahn läuft, als wäre es nicht. Genau deswegen. Aber, okay. Gut, wir haben eine erschossene Person. Havik Avenue. Oh, dieser Wendekreis von diesem Rettungsdienst. Nicht zu vergleichen mit einem Smart.
So, wir haben die Polizei bereits vor Ort. Außerdem sehr cooles Feature. Der Tacho funktioniert sogar bei dem Fahrzeug hier. Sehr cool. Und jetzt schauen wir mal, dass wir zum Einsatzort kommen. Havoc Avenue und Polizei sichert schon ab. Dann schauen wir mal. Natürlich, wenn es eine erschossene Person ist, kann es natürlich auch durchaus sein, dass mal die Polizei schon vor Ort ist oder die Polizei natürlich auch das Feuer erwidert hat und den Typen natürlich zur Ruhe gebracht hat, ja, um sich selbst zu schützen. Kann öfter passieren. Ich spreche gar nicht aus Erfahrung oder so. LSPDFA-Videos, Hust. Aber ja, es kann schon mal durchaus sein, dass man ein paar Schrotflintenschüsse da in den Körper des anderen Person befördert, um sich selbst zu sichern. Das kann schon mal vorkommen. SGPU 27 so. Show im Leon-Szene. Ja, Polizei vor Ort, die haben auch schon mit der Wiederbelebung begonnen. Wir übernehmen. Vielen Dank, Dian. So, die sichern dann am besten ab, damit hier so kein Q7-Fahrer oder so hergeht und uns da entsprechend den Mittelfinger da uns zeigt. So, gut, schauen wir mal. Hoffentlich bleibt es nebenbei ruhig. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt auch loslegen. Ah, super. Patient, kein... Okay, wie scheint, brauchen wir demnächst? Was ist das jetzt? Hallo, der Herr? Sie sind eigentlich tot, steht da. Und Sie haben keinen Puls. Warum rennen Sie? Was soll das jetzt, wenn es fertig ist? Hallo? Der Herr? Waren Sie nicht gerade noch da hinten? Und was soll das werden, wenn es fertig ist? Der hat eigentlich keinen Puls. Wir sind eigentlich hier auch in dem Modus. Kannst du jetzt liegen bleiben? Du bist tot. Also sei tot. Der ist nicht ernsthaft, oder? Ist nicht ernsthaft. Er war tot. Er war hundertprozentig tot. Und jetzt, wo er wieder am Boden liegt. Ja. Alles klar, in Ordnung, sowas ist mir auch noch nicht passiert. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist ja peinlich.